Sie sind hier! Los! Beschissene Bewegung! Polizei! Keine Bewegung! Die Hände hoch! Sofort! Auf den Boden! Sofort! Du machst keine Pläne! Ich sag's nicht nochmal! Du Bastard! Nein! Na! Gesichert! Fuck! Broke Stone! Was zur Hölle ist da drüben los? USBV-Detonation am Piccadilly Circus. Beamte am Boden. Mehrere zivile Verluste. Wir brauchen hier sofort Sanitäter. Verdammte Scheiße, Kai. Sieh, was sie hier angerichtet haben. Sie sind noch nicht fertig. Bewegung. Shit. Sterben Menschen. Gehen wir. Los, vorwärts. Messleitstelle. Messleitstelle. Hier ist einfach mit 60 und 9. Hier ist wieder am Piccadilly Circus. Wir haben schon. Gebäude umzingelt. Mögliche Geiselnahme. Im Umkreis bleiben. Hier ist selber zu. Buchhandlung gesichert. Alle Einheiten. Zivilisten verlassen den Bus am Brunnen. Wir müssen Feuerschutz geben. Vier Zivilisten sitzen in der Nähe des roten Busses fest. Ich habe keine Waffe. Ich brauche die Scheiße. Ein Verdächtiger hat die Zivilisten abgefangen. Lauf weg! Verdächtiger ist tot. Guter Schuss von dem aus immer. So was von. Kommt her! Noch einen irgendwo? Komm hier hoch! Saber 2 an Raven, wo bleibt die verdammte Armee? 2-6, Armee 8. Ankunftszeit unbekannt. Gehen wir! Oh, warte mal. Da war gerade eine. Ach, das ist die gleiche wieder. Nein! Oh, mein Gott! Sich im Tento-Gebäude verschanzt! Nein! Okay, sicher. Verstanden, Sergeant. Verdächtige ziehen sich ins Tento-Gebäude im Nordwesten zurück. Wir brauchen alle Einheiten am Tento-Gebäude. Sofort! Alles okay? Ja! Meine Ohren klingeln noch. Jetzt klingeln sie noch. Wir haben Geiseln! Zweite Explosion bei der Apotheke! Alles gut. Liegen bleiben, liegen bleiben. Ah, da war noch einer. Nein. Raven, Saber 2. Explosion vor dem Tento-Gebäude. Beamte getötet. Verdammte Scheiße. Was ist der Status der Geiseln? Ich muss ins Gebäude. Auf Empfang bleiben. Ich brauche erstmal eine neue Knarre. Ich habe keine Muni mehr. Dringende Unterstützung benötigt. Schüsse gefallen. Mehrere Opfer. Mindestens
Sergeant, was ist der Status der Geiseln? Begeben Sie sich sofort zum Tento-Gebäude. Ich bin schon unterwegs. Major, fuck! Verbündete! Alles gut. Hast du eine Waffe? Ja, Sir. Captain Price. Sergeant Garrick. Sie kommen mit. Jack, ich bin dabei. Ich muss schauen, vielleicht schnappe ich mir die Zwischenzähne und schneide die einfach raus und schneide die... Unruckel. Die Ecken überprüfen. Wir brauchen Hilfe! Geißel, da oben. Auf. Oh mein Gott. Hier oben! Helfen Sie uns! Unten ist sicher. Oh. Nimm das ab! Bitte, nimm mir das ab! Sarge, ich brauch Sie hier! Hilfe! Ich gehöre nicht zu denen! Alle Einheiten, hier ist ein Mann mit einer Bombe am Körper. Bleibt auf Distanz. Es geht nicht auf! Können Sie ihm helfen? Ich versuch's. Ich will meine Welt sehen! Sie geht hoch. Ich schaff es nicht. Keine Zeit! Ich schaff's nicht! Hilfe! Moment! Was macht ihr da? Nein! An alle. Bombe geräumt. Wir kommen raus. Sanitäter! Bleiben Sie ruhig. Wir bringen Sie hier raus. Verletzt? Bin okay. Heute ein Held, Sergeant. Das hätte gar nicht passieren dürfen, Sir. Der Einsatz war halbherzig. Damit alle so tun können, als gäbe es keinen Krieg. Ja, Lüge des Jahrhunderts, ich weiß. Warum halten wir uns dann zurück? Weg mit den verdammten Samthandschuhen! Sir. Ich höre. Bei diesen Einsatzregeln haben wir nicht die geringste Chance, Captain. Sie sagen uns wo, sie sagen uns wann. Wir sagen wie. Wir beobachten die Zelle seit Wochen. Hatten Sie zuverlässige Infos? Eine Menge, Sir. Okay, Garrick. Mitkommen. Al-Katala hat sich zu dem Anschlag bekannt. Auf Befehl vom Wolf in Ursikstan. Alex ist bereits vor Ort und sucht die Chemikalien. Er braucht die Liberationsfront. Er soll die Kommandantin kontaktieren. Sie kennen Commander Karim? Sind uns vertraut. Nennen Sie meinen Namen, oder er stirbt. Du hast eine Nachricht von Captain Price. Commander Karim? Nennen Sie mich Alex. Ich höre Alex. Das ist geheim. Geht bitte raus. Bereitet alles vor. Vor 48 Stunden haben Terroristen russisches Gas gestohlen. Nur Al-Katala kann das gewesen sein. Die Russen unterscheiden nicht zwischen Al-Katala und deinen Leuten. Und ich unterscheide nicht zwischen Al-Katala und der russischen Armee. Sie sind beide Terroristen. Wir benutzen kein solches Gift. Dann helft uns suchen, bevor sie... Bevor sie was? Europa angreifen? Amerika? Wir leben so jeden Tag. Commander, wir müssen los. Wer ist das? Alex, das ist mein Bruder und Leutnant Hadir. Von der CIA? Er kommt von Captain Price. Du tötest Russen, ja? Ich habe Freunde, die helfen könnten. Aber deine Schwester entscheidet das. Natürlich. Meine Schwester hat das Sagen. Und die russische Armee ist noch hier. Diese Besetzung muss enden. Da sind wir uns alle einig, ja? Hm. General Barkos Leute halten die Stadt. Wir werden das ändern. Wir haben keine Raketen, aber andere Mittel. Wenn du bleibst, helfen wir dir. Aber bleibst du, kämpfst du auch. Ja, NATO. Merhaba, Leo Sixanonis. Dann komm mit.
Ohne die Tunnel wären wir tot. Russische Kommandanten sind heute in der Stadt. Wir überfallen sie. Wie? Sprengsätze. Das wird sie aufscheuchen. Die Zwischen... Ich mach nochmal ganz kurz Pause, muss ich ganz kurz machen und das ganz kurz erklären. Die Zwischenszenen. Ich werde jetzt etwas probieren. Und zwar nur, indem ich in dem Level einmal ganz kurz die Grafik von hoch auf normal stelle und gucke, ob das dann funktioniert. Ansonsten werde ich die Zwischenszenen einfach rausschneiden und die ungeruckelt wieder reinschneiden. Das heißt, wenn ihr das hier seht, habe ich das wahrscheinlich so gemacht, dass ich die Szenen rausgeschnitten habe und dann die unruckelnden reingeschnitten habe. Das liegt einfach nur daran, weil ich es auf einer anderen Festplatte installiert habe, wie auf der Hauptfestplatte, was eigentlich total dumm ist, warum das immer noch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum man das nicht hinkriegt. Wir sind in 2019, ich weiß nicht, warum das... Egal. Der Rest läuft ja flüssig, Gott sei Dank. Und deswegen... Ja. Lassen wir das Thema. Wie gesagt, nur kurz zur Information. Und lock die Wachen von der russischen Basis weg. Dann können wir angreifen. Wir dürfen keine Option auslassen. Gehen wir zu weit, verlieren wir uns selbst. Wir greifen den Stützpunkt an. Viel Glück. Alex, nimm die Ladungen. C4 mit Fernzünder. Danke. Schütze meine Schwester. Viel Glück. Der auch. Alles klar. Alle, Tarek. Hapsara. Jalla. Merki. Zelemekafu. Hier, Alex. Leg den an. Okay. Wie sehe ich aus? Das reicht. Tarek, wie sieht's aus? Gut. Da draußen sind Russen. Wenn sie eure Waffen sehen, schießen sie. Wenn das passiert, ist unser Plan schon gescheitert. Alex, unsere Waffen verraten uns. Versteck sie vor den Russen. Okay. Komm mit. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe nichts gestohlen. Lalalala, ich laufe nur. Wachstumstruppen besetzen die ganze Stadt. Heute wird es besonders streng. Ihre Offiziere kommen. Feiner Hundi, fein. Wird Barkov dabei sein? Er ist so gut wie nie dabei. Er versteckt sich lieber und lässt andere die Drecksarbeit machen. Feige. Welche Art von Drecksarbeit? Bestrafungen. Männer in die Arbeitsreihe! Frauen wenn sich zu einer lassen. Zur Wehr setzt. Hier trennen wir uns. Du musst gehorchen, um nicht aufzufallen. Ich gehorche, ich nehme mal so einen Glatz. Und arbeite. Oh, ich muss niesen. Die sich weigern, die Lektionen für ihren Schutz. Ich habe hier gerade alles vom Schreibtisch runter genießt. Alles, was Blättermaterial bedeutet, habe ich gerade vom Schreibtisch runter genießt. Ups. Bin durch. Geh nach links, die Gasse entlang. Jo. Siehst du den Soldaten? Ja. Ja. Geh auf ihn zu, langsam. Wecke seine Aufmerksamkeit. Schalt ihn aus. Hilfe! Hilfe! Pass auf dich auf, Schwester. Du bist erfinderisch. Ich habe einen Klotz in der Hand. Weg damit. Dann los. Ich habe meine Kontakte gleich davon postiert. Sie haben mehr Sprengsätze für uns. Eine größere Explosion lässt sie mehr Truppen aus der Basis abziehen. Scheiße. Barkov-Soldaten haben meine Kontakte gefunden. Sie könnten schon tot sein. Ich brauche einen Schalldämpfer. Finde einen Ölfilter. Er dämpft den Schall deiner Waffe. Dann suchen wir mal nach einem Ölfilter. Durchsuch Zivilfahrzeuge. Ich behalte die Wachen im Auge. Na, der hier ist leer.
Such weiter. Greifen weiter sinnlos im Namen der sogenannten Freiheit an. Halt dein Maul. Diese Terroristen. Aha, ein Ölfilterchen. Das sollte funktionieren. Gut, geh zurück und nimm die rechte Flanke. Also, wenn ihr euch mal einen Schalldämpfer bauen wollt, einfach Ölfilter draufstellen. Geh um den Laster herum, rechte Seite. Du kriegst zwei, ich nehm den Rest. Okay. Bav прислугу, мужиков на каторгу. Sag Bescheid. Хозяйстве все Какого черта? So können wir es natürlich auch machen. Sicher, leise bleiben. Nutze Sicherheit. Warte, bleib von der Tür weg. Осторожно, могут быть растяжки. Kannst du feuern? Ja. Ja. Übernimm zwei, ich den anderen. Geh und sieh hinten. Ja. Ja, aber dann bestell! Sicher. Hier lang. Sorry, wegen deiner Kontakte. Wir haben die Sprengsätze. Oh. Ihr tut man nicht umsonst. Wurfwässer. Nice. Noch mehr Wurfwässer. Sonst noch was? Steck die Waffe weg. Wir gehen wieder nach draußen. Ja. Mir nach. Ich gehe voraus. Wer sich General Barkov widersetzt, wird hingerichtet. Du Scheiße. Was soll das? Bitte. Sie ist nur verängstigt. Ich weiß, was sie ist. Versteht ihr, warum wir das hier tun? Sie wurden gehängt, weil sie getötet haben. Seht sie euch nur an. Na los, gehen wir. Seht ihr, wenn ihr kooperiert, können wir in Frieden miteinander leben. Das ist ein gottverdammtes Kriegsverbrechen. Es sind die Terroristen, die für unseren Schmerz verantwortlich sind. Barkov, bündet eure Kräfte. Was können wir tun? Entlarvt diese Terroristen. Erfülle unsere Mission und bereite Barkov Grauen endgültig ein Ende. Können wir hier lang? Barkov schickt Helikopter. Wenn wir sie ausschalten, werden mehr Truppen aus der Basis kommen. Lass uns ein anderes Fenster verschafft. Ja, bring deine Sprengsätze an den Helis an. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Okay. Falls dir Wachen in die Quere kommen, schalte sie aus. Aber leise. Wir treffen uns dann hier. Ich weiß, dass da zwei Wachen stehen, deswegen rede ich einfach mal vorbei. Lalalala. Oh. War die letztes Mal auch schon da? Och, nö. Ja, dann sterbe ich lieber. An den muss ich doch auch vorbei. Oh mein Gott. Ja, falls dir Wachen in die Quere kommen, halt schalte sie aus. Aber leise, wir treffen uns dann hier. La 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 la. Okay, das sind zwei. Ich warte mal bis. So kann man es natürlich auch machen. Es war eigentlich so nicht geplant, aber. Ah, ist die, okay. Ja, hier dürfte jetzt eigentlich keiner mehr sein. Haben
niemals aus dem Land vertreiben von einer Armee aus Dieben und Terroristen. Sehr schön. Hier machen wir auch nochmal eins drauf. Bin beim Ziel. Keiner mehr da, gut. Du weißt, was zu tun ist. Jupp, einmal das Ding hier rein, packen, zack. Ladung platziert. Das gibt eine höllische Ablenkung. Das ist der Plan. Und jetzt rüber zum nächsten Helikopter. Check, check. Check, 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 check. Verteidigt hier euer Leben, eure Freiheit, eure Unabhängigkeit. Ich habe mehr als genug Männer. Der schweigt. Ist hier einer? Nein. Ein paar Zivilisten werden mich nicht besiegen. Ja. Alter Maul. Stopp! Da ist eine Wache, oben auf der Treppe, linke Seite. Ja, hab ihn im Visier. Jetzt, weiter. Jo, ich gehe. Ich hab dich. Du hast Reflexe wie eine Katze. Tja, ich war schneller. Ich hab's mehr mit Hunden. Ladung platziert. Ja. Yeah. Neu gruppieren bei meiner Position. Statuieren wir ein Exempel an jenen, die sich widersetzen. Tack, 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 tack. Diese Feinde sind eure Freunde, eure Familie. Diese Verschwörer üben unaussprechliche Akte gegen... Bahn dir deinen Weg hierher, Alex. Bin doch schon da. Immer wieder Ruhe. Ach, wir sind durch. Es wird Zeit. Hehehe. Jag sie hoch. Zündung. Großes Kino, Alex. Gut gemacht. Und jetzt hier lang. Oh, das wird ein Spaß. Warte. Halt dich links. Halt mich links. Nicht Feuer. Krankenwagen. Und Truppenverstärkung. Da, es hat funktioniert. Die Truppen aus der Basis rücken an. Na ja, toll. Ihre Fahrzeuge sind unbewacht. Die nehmen wir uns als nächstes vor. Tech. Komm schon, unter den Laster. Da kommen noch mehr. Bleib nah dran. Ja, dann lauf doch. Ein Abschiedsgeschenk, falls sie zurückkommen. Wie großzügig von dir. Schade, dass wir die Show verpassen, aber wir müssen den Anschlag ausführen, bevor es zu spät ist. Ja, die nächste doch. Straße führt uns zurück zu den Tunneln unter Tareks Haus. Scheiße! Holy moly! Auf! Was zur Hölle ist das? Waffen aus Kriegsverbrechen. Runter! Versteck deine Waffe, es sind zu viele. Nicht bewegen. Okay, ich bewege mich nicht. Halt den Kopf ruhig. Ja. Karim. Ich bin soweit. Schieß auf die zwei links. Gute Arbeit. Mal schauen, ob die noch ein bisschen Muni für mich haben. Nee. Zum Tunnel, schnell.
Es könnten noch mehr kommen. Ich komm schon. Da, Verstärkung vom Luftstützpunkt. Unser Plan geht auf. Holy moly. Stopp. Scheiße. Tareks Tür ist offen. Wo ist Tarek? Tot. Er würde niemals seinen Posten verlassen. Dann los. Sicher. Gehen wir runter zu Hadir. Na schön. Du hast gute Leute verloren. Das sind die Kosten des Krieges. Wir erobern Barkovs Stützpunkt, dann war ihr Tod nicht umsonst. Es wird ein verdammt harter Kampf. Für sie auch. Hadir hat einen Plan. Du bist jetzt in meinem Haus, Alex. Hab mich bei Barkovs Basis eingerichtet. Erhalte die Bastarde im Auge. Freunde nah, Feinde näher. Ich sag doch, wir machen's auf unsere Art. Keine Granaten, wir improvisieren. Nicht schlecht. Hast du etwa gedacht, wir kämpfen mit Keulen? Ja, weiß ich doch nicht. Die Russen verstehen nur Gewalt. Also kriegen sie Gewalt. Barkov hat Luftstreitkräfte. Also wir auch. Was? Ah, das ist das Ding. Ja, das der ist mir ein bisschen zu verwirrt. Mit C4. Befall Ola, Mr. Adi. Battle the Bell, Danny, Bademann Food. Ha! Bereit? Erfindungsreich. Ja, Abflug. Der Aug. Alex, lass sie genau in die Helis krachen. Jo. Ey, nimm mal das Päckchen hier, ne? Bring mal hier. Bin drin. Bleib unten. Luftstützpunkt ist gleich voraus. Nicht auf Kurs. Rollbahn in Sicht. Kraft. Formation halten, Alex. Gut. Direkt auf den Helikopter. Gut geflogen, Brüder. Gehen wir runter. Der Luftstützpunkt liegt direkt voraus. Da dann. Team 2 gibt uns mit dem Geschütz Deckung. Echo 3-1 an Roger. Lokale Einheiten nähern sich Barkovs Stützpunkt. Brauchen Luftunterstützung. Bestätigt, 3-1. Schicke nicht gekennzeichneten Kampfhubschrauber zu ihrer Position. Bereithalten. Verstanden. Hier warten! Hier warten! Wir greifen ihre Waffenkammern an und übernehmen ihr Flugfeld. Jawohl, Karim! Wir kämpfen, um Ursikstan zu befreien und uns unser Land zurückzuholen. Für Ursikstan! Für Ursikstan! Ich hab nicht geschossen.